Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe natürlich, ihr habt wunderschöne Weihnachten und ganz schöne Feiertage mit euren Liebsten gehabt und habt euch auch schön beschenken lassen. Ihr werdet euch natürlich jetzt mega wundern, wieso Weihnachtsdeko, wieso Do-it-yourself-Weihnachtsgeschenke-Video, wenn Weihnachten vorbei ist. Da habt ihr natürlich vollkommen recht. Weihnachten 2018 ist vorbei. Aber Weihnachten 2019 steht ja quasi schon wieder vor der Tür und deswegen habe ich mir gedacht, ist es nie zu spät. Es ist natürlich so, ich habe das Video natürlich nicht vorher schon dran können oder online stellen können, weil da haben ja viele, viele Weihnachtsgeschenke, wo ich ja verschenkt habe. Und wenn ich das jetzt vor Weihnachten gemacht hätte, dann hätten ja meine Leute, also vor allem Omas und Opas vielleicht, Geschenke schon gesehen und das wollte ich natürlich nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, es kommt ja wieder Weihnachten, deswegen gibt es da keinen Fall. Ich habe in der Überschrift schon gelesen, also ich möchte euch halt auf jeden Fall mal meine Weihnachtsdeko zeigen, wie ich so dekoriert habe. Ich habe auch einiges selber gemacht an Weihnachtsdeko, das möchte ich euch einfach zeigen. Vielleicht kann ich euch ja mit diesem Video auch ein bisschen inspirieren. Habt ihr schon mitgekriegt, dass ich viele Sachen oft selber mache. Ich finde das eigentlich echt eine schöne Sache. Es macht Spaß und es geht manchmal auch total einfach, Sachen selber zu machen. Das klappt mir gar nicht. Und ich möchte euch da einfach ein bisschen inspirieren, weil es ist ja auch so, selber gemachte Sachen kämen natürlich immer sehr gut an, ob jetzt Familie oder Freunde. Es haben natürlich jetzt keine Anleitungen dabei, wie ich was selber gemacht habe. Man ist einfach ein bisschen kreativ, man probiert sich da einfach ein bisschen selber. Wenn ich jetzt das alles noch erklären darf, dann darf das natürlich viel, viel länger dauern, das Video. Und ich möchte euch ja einfach nur so einen kleinen Anstoß geben. Wir fangen jetzt erst einmal an. Ich zeige euch jetzt einfach so ein paar Geschenke, wo ich selber gemacht habe und da wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Dann fangen wir mal mit dem ersten selber gemachten Geschenk an. Da seht ihr jetzt drei so lange Bretter mit Häkchen drin, also die haben auch so ein bisschen schräg drin, wenn ihr das sehen könnt. Genau. Und zwar, die kriegt mein Freund, weil der hat nämlich ganz viel Caps und ja, die stehen einfach immer nur im Schrank rum. Wir haben eben so einen großen Gang. Deswegen habe ich mal gedacht, mache ich ihm drei so große Bredel mit Hackerl dort. Und da kann er jetzt seine Caps alle ganz schön aufhängen. Und das hat er sich schon lange gewünscht. Ich kann euch das da mal zeigen. Das ist auch ein Geschenk für ihn. Also ein Cap. Von die Star Wars Rosenheim. Genau, um das soll es aber jetzt gar nicht gehen. Und so wie können die dann aufhängen. Nächstes habe ich jetzt da lauter so verschiedene Deckel genäht. Also so kleine Tischdeckel. Eben auch in verschiedenen Größen, je nachdem wer es halt kriegt. Also die zwei haben jetzt mal für meine Omis, das ist dann das für meine Tante. Und für meine Mama, da habe ich also eine Art Tischläufer genäht, weil die eben ein riesen T-Shirt und da hat so ein kleines Stickerl untergehen. Das könnt ihr auch ganz, ganz einfach selber machen. Man schneidet sie einfach einen Stoff zurecht, von der Maße her wird sie es wohl. Gebt sie auf alle Seiten dann ein bisschen was dazu, klappt das ein und dann näht sie einmal außenrum. Also das ist wirklich ganz einfach und kann man auch noch ganz schnell zum Schluss machen, wenn man jetzt nichts hat. Habe mich natürlich auch so ein bisschen an der Einrichtung von den jeweiligen orientiert. Relativ unspektakulär und zwar ist es so eine Art Brotkörbchen, beziehungsweise man kann es vielleicht für Obst auch hernehmen, je nachdem. Aber meine Oma hat sich sowas gewünscht und deswegen kriegt die sowas. Das ist eben aus Holz. Genau. Da habe ich mir eben auch überlegt, dass da so ein bisschen dieses Deckel reinkommt. Genau. So, dann schaut das vielleicht ganz süß aus, wie man so ein bisschen hintrapiert. Dann habe ich da auch noch zwei Sachen, die wohl relativ unspektakulär sind. Das sind Topfuntersetzer und die kann man eben auseinanderbauen. Dann hat man eben für zwei Töpfe gleich den Untersetzer. Das ist eben auch aus einem relativ dünnen Holz, weil das muss ja natürlich jetzt nicht so viel aushalten bzw. so stabil sein. Da habe ich eben einmal so ein bisschen beige und weiß und da eben rot. Passend zu den Decklein, also das kriegt eben meine Tante und meine Omi. Dann bin ich ja Taufpatin von meiner kleinen Cousine. Der habe ich jetzt eben so ein kleines Kuschelkissen genäht. Auch mit so einem richtig süßen, kuscheligen Stoff. Und ich habe das einfach so süß gefunden, das Schafe. Es war eben in so einem Buch drin und da habe ich das dann einfach quasi abgenäht. Und das ist
ja, so richtig flauschig und süß weich. Haben wir gedacht, das passt gut in ihr Bitter. Jetzt muss ich euch einfach zeigen, was die noch kriegt. Und zwar habe ich da zwei so Schleichpferde gekauft. Also ich bin ja mega Schleichfan. Ich habe früher nur mit Schleichtiere gespielt. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Schleichtiere kennt, ob ihr die gerne mögen habt oder mögt. Also ich liebe diese Tiere. Ich habe selber eine ganze Kiste voll. Und jetzt habe ich mir gedacht, bringe meiner kleinen Cousine einfach mal zwei so Pferde. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, wer wen darstellen soll. Weil dass sie sich die Namen quasi auch gleich merken kann. Da hat sie einmal den Memphis. Weiß, die Fini ist kein Shire Horse, aber es hat einfach kein anderes Pferd gegeben, wo der Fini, ich sage mal, mehr ähnlich schaut. Und ich habe mir gedacht, mit dem Schmuck, das passt eigentlich ganz gut. Und von der Farbe her, denke ich, kann man es erkennen. Und es soll ja einfach nur so ein bisschen als Symbol sein. Ich zeige euch jetzt zum Schluss eben nochmal die Krippe. Und zwar hat sich die liebe Niki von mir auch so eine Krippe gewünscht. Und ich habe ihr da dieses Jahr so eine gemacht. Habe ihr die zu Weihnachten geschenkt. Und ich kann euch mal da ein Foto einblenden, wie der Niki Krippe ausschaut. Die schaut eigentlich genauso aus. Die habe ich nur ein bisschen anders gestaltet. Ja, dann könnt ihr sehen, habe ich jetzt da drei Geldbeutel gemacht aus Leder. Und die zwei, das haben eben so ein bisschen kleiner Nähe, eben auch mit den Initialien drin, einem Druckknopf. Da dahinter ist eben das Fach für Scheine. Dann habe ich da ein mittleres Fach mit zwei Druckknöpfen für Kleingeld. Und da hervor kann man eben noch Karten rein. Da waren noch für meine Tante. Meinen anderen Opa, da habe ich so ein bisschen einen größeren gemacht. Also da eben auch mit mehreren Kartenfächern. Dann kann man da an der Seite noch was rein. Da das Kleingeldfach. Und eben da das Scheinfach. Genau, den habe ich ein bisschen größer gemacht, weil der hat eben schon so einen kleinen. Ich habe noch so ein einfaches Kosmetikbeutelchen gemacht. Also ich bin ja mega Fan von so Kosmetikbeutel, da habe ich mir selber auch schon welche gemacht. Und das ist jetzt eben nicht nur Stoff, sondern das eben kombiniert mit Leder, dass es einfach unten ein bisschen stabiler ist. Ich bin so ein Fan von diesem hier Stoff, das kann ich euch gar nicht sagen. Innenfutter kann man eben auch raus da, beziehungsweise halt rausklappen, das ist dann schon festgenäht. Die Beutel kann man eben auch mega gut verschenken, also ich finde, die kann immer jeder brauchen und die gefallen auch jedem. Und das finde ich wirklich ein cooles, kleines Geschenk, wenn man nicht so viel hat. Meine letzten selbstgemachten Geschenke. Das haben jetzt eben so Kalender, ja, die habe ich halt selber zusammengestellt, eben auch so in ein paar passende Farben. Euch ja schon so einen kleinen Einblick geben. Ja, genau, habe halt einfach so die Monate ein bisschen aufgeteilt, Kalender verschenkt. Der war ein bisschen einfacher gemacht wie jetzt der, da habe ich schon relativ viele Fotos jetzt hergenommen. Und das finde ich einfach eine super coole Sache, so Kalender, und ist vor allem so für die Familienmitglieder, Omas und Opas, einfach schön, weil sie die einfach doch freuen. Als nächstes habe ich euch ja gesagt, möchte ich euch ein bisschen meine Weihnachtsdeko zeigen. Jetzt stehe ich schon im Gang, da fangen wir jetzt an und danach seht ihr auf jeden Fall meinen Baum fertig geschmückt mit den eingepackten Geschenken. Ich auf meiner Kommode, da wie man reinkommt, das ein bisschen im rötlichen Stil dekoriert. Das gefällt mir persönlich richtig, richtig gut irgendwie. Der Weihnachtskaktus, den habe ich von meiner Oma zum Geburtstag gekriegt. Aber ihr seht schon, also mein grüner Daumen lässt zu wünschen übrig. Kerzen, die muss ich sagen, habe ich noch gar nicht angehabt. Aber ich finde es einfach so als Deko richtig cool. Und ich liebe einfach sehr die großen Kerzenständer. Genau. Das ist ein unechtes Tannenbäumchen, das finde ich total süß, das habe ich von Müllmax. Und ja, da habe ich so ein bisschen Kunst. Weiterhin habe ich im Gang so eine große Laterne, also ich bin ein richtiger Laternenfan. Und da habe ich echte Tannenzweige drin, aber ich muss sagen, die haben jetzt da schon Zeitl drin und die verlieren schon richtig Nadeln. Da haben sie halt drin und dann habe ich auch keine Sauerei. Da habe ich das alles ein bisschen geschmückt mit rote und silberne Kugeln. Das schaut halt vor allem richtig schön aus, wenn es dunkel ist. Ich zeige euch das dann gleich. Das letzte Teil im Gang, da habe ich bei meinem Bogen, habe ich da so eine Girlande. Die habe ich von Butlers. Die habe ich da raufgehängt. Das finde ich richtig cool. Wie dann so Schneekügelchen, die habe ich von DM. Dann habe ich da so Zuckerstangen, die habe ich auch von Butlers.
Genau, das habe ich da auch noch reingehängt. Das finde ich richtig schön und das macht dann irgendwie auch was her. Und vor allem bei unserem großen Gang mit dem Bogen, das finde ich eigentlich wirklich schön. Licht ausgeschalten, jetzt könnt ihr das alles ein bisschen sehen, wie das im Dunkeln ausschaut. Also ich liebe einfach so dieses Lichterkettenzeug, das finde ich echt sau schön und das macht es so gemütlich. So, ja, dann als nächstes, den habt ihr in einem Video schon gesehen, meinen Adventskranz. Das ist natürlich auch ein echter. Und diese Kügelchen und diese Sachen da, die habe ich alle selber aufgebaut und auch die Kerzen. Also wir haben diesen Adventskranz quasi roh gehabt und dann habe ich den selber wieder geschmückt. Kann ich bestimmt nächste Nummer hernehmen, weil die werden wahrscheinlich nicht mehr runterbrennen. So oft haben wir den auch wieder rechts auf meiner Kommode mein Krippel stehe mit Girlande und Lichterkette und noch ein paar Schmuckteilen. Das Krippel habe ich übrigens selber gebaut und natürlich auch sehr gern hin, muss ich sagen. Die Girlande, die ist ziemlich groß, die geht da eben hinten rum. Da habe ich einfach dann so ein paar kleine Schmuckteile noch rein und eben auch Lichterkette, die geht da eben runter. Ja, und einige werden sich jetzt fragen, was ist das für ein Gestell? Es war unser Adventskalender, den habe ich auch selber gebaut mit diesen Säcklein. 12 Sackerl haben eben so grau und die anderen 12 haben eben mit so einem gemusterten Stoff. Und den habe ich auch vor ein paar Jahren gemacht von Christian. Und wir machen uns jetzt nicht mehr jeder einen eigenen Adventskalender, sondern der Christian befüllt mir 12 Sackerl und ich eben am Christian. Und ich finde das eine total schöne Sache, weil man sich dann einfach mal ein bisschen Gedanken machen muss, weil man sich was überlegen muss. Und das finde ich eben total cool. Und das machen wir jetzt eigentlich schon, ich glaube, fast 4 Jahre oder 3 Jahre. Jetzt, wenn ich das Licht ausmache, dann sieht man das auch. Dann geht es da am Eck weiter. Da habe ich einfach 3 so Nikolaus-Stiefelchen genäht. Ja, das geht ja relativ einfach. Und die habe ich dann eben auch befüllt am Nikolaustag und ich finde es aber als Deko auch ganz süß. Grün, roten Stoff, mega süß und da so ein Fell oben drauf und die hängen da ganz gut eigentlich und die passen da ganz gut hier, weil da ist eben unser Ofen. Genau. Hier beim Fernseher habe ich einfach so ein Glas platziert, wo einfach so verschiedene Tannenzapfen drin sind, Orangen, Zimtstangen und eben auch Weihnachtskugeln mit einer Lichterkette. Dann habe ich da so einen Keramikapfel, der ist grün, ich weiß nicht, ob man es sieht auf der Kamera. Und einen weißen, silbernen Glitzerbaum. Den finde ich so schön einfach. Dann ist das unser Christbaum mit den ganzen Geschenken. Genau, da habe ich auch Silber und Rot vorwiegend hergenommen, also eigentlich nur. Genau, dass das alles ein bisschen einheitlich ist. Und die Vorhangstangen habe ich durchgängig so silberne Tannenzapfen hingehängt. Also die haben auch aus Glas mit so einem roten Stern. An die Glornerfenster habe ich kleine Tannenzapfen mit so einer Eichel und eben auch so einem roten Stern hingehängt. Das habe ich eigentlich auch bei alle Vorhangstangen durchgängig. Da habe ich da ausnahmsweise an dieser Vorhangstange so einen leuchtenden Schneestern oder wenn man es auch nennen mag. Das ist eben so umwickelt mit so ein bisschen Watte oder was das ist und Glitzer. Und innen ist da eine Leuchtkette. Dann habe ich da auf dem Fensterbrett eben so einen weißen Lichterdings. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja, da gehören eigentlich Kerzen rein. Da habe ich jetzt momentan noch nichts reingestellt. Aber gut, das macht ja nichts. Und dann so eine, jetzt weiß ich gar nicht, was das ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine süße Weihnachtsdeko, die habe ich von meiner Nachbarin zum Geburtstag gekriegt und das hat ganz gut hergepasst. Dann habe ich da nochmal so ein Riesenglas vor der Küche stehe mit echten Tannenzweigen. Genau. Ja, da unten sieht man mal, wie die schon nadeln. Gott sei Dank ist das im Glas, weil dann habe ich nicht überall den Saustall. Und da habe ich dann jetzt einfach auch nochmal so ein paar Kugeln rein und eben so ein unechtes Gezweig. Hier habe ich eben an der Vorhangstange diesen Tannenzapfen, die Eichel und den roten Stern. Das ist eben, das zieht sich so durch die ganze Wohnung. Und da eben auch nochmal. Dann habe ich da nochmal so eine Laterne.
Ich habe einen roten Stern zu wenig gekauft. Und in der Küche habe ich eben an der Vorhangstange da so eine Lichterkette noch angebracht. Das finde ich auch total cool irgendwie. Das schaut auch richtig schön aus, wenn es dunkel ist. Das war es jetzt von meinem Weihnachtsvideo, von meiner Weihnachtsdeko und von meinen selbstgemachten Weihnachtsgeschenke. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Ihr habt mich total über einen Daumen nach oben gefreut. Dann sehen wir uns nächste Woche, das ist ja im neuen Jahr, quasi wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und natürlich einen super guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr feiert es gescheit mit euren Liebsten. Ihr könnt es mir natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Silvester feiert. Ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß und bis nächstes Jahr. Pfiat euch!